Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part One Piece Treasure Cruise mit Benny zusammen heute. Hallo Leute. Und wir haben uns ein bisschen was vorgenommen, und zwar hatte ich es ja schon im letzten Part angekündigt. Wir gehen heute mal so ein bisschen durch, was die Zeitungsmöbel für uns hat und ja, und am Ende, ich habe noch 10 Gems zusammengesammelt, mühsam, und die werden wir dann noch verballern. Einfach mal wieder ein paar aktuelle Themen, was so abgeht im Treasure Cruise. Genau, dass wir euch auf dem Laufenden halten So können. viel ist momentan eigentlich gar nicht. Also gut, Fortnite wieder, jetzt die Duck Squadron hat ja schon angefangen. Ja, das Das ist Übliche. eigentlich ganz cool, kann man viele witzige Charaktere sammeln. Richtig, ich glaube, so für die ersten Male ist es echt witzig und ist auch mal ein bisschen was anderes, finde ich. Aber es ist, ich habe gehört, so aus dem Kreis von den Leuten, die das schon ein bisschen länger spielen, soll es wohl einer der nervigeren Fortnite sein. Ich glaube einfach, weil viele den machen aus einem bestimmten Grund. Und zwar kann man bei diesem Duck Squadron Golden Pound Lissop Skillbooks droppen. Ach ehrlich, da habe ich noch Ja. gar keine bekommen, glaube ich. Ich auch erst eins, Beim und die droppen Account. auch sehr selten. Das ist natürlich ganz cool. Demzufolge, ja, das Ganze ist auch gleich noch mit dem Ranking verbunden. Das Einzige, was man da machen muss, ist 3 Millionen Schaden für den kompletten Run. Das Einzige, was man da Und machen muss. klingt schwer, ist es aber eigentlich gar nicht, solange man Gear 3 Ruffy hat oder einen. Mit Doppel Rady geht es wahrscheinlich Ja, auch. mit so einem Man kann es auch probieren mit anderen Teams, aber das sind so die häufigst genutzten. Ja, die machen Beziehungsweise halt Lock viel Ruffy, wenn man den Schaden. hat. Richtig. Genau, das Ganze geht bei uns noch bis zum 27. April. Ist so das Erste. Ihr seht hier eigentlich die anderen Skillbooks. Marco kriegt man ja recht häufig. Vivi, was hat ein Vivi für eine. Die changed, glaube ich, die Orbs randomly, ne? Also Ja, es. genau, das ist Ja. Ich weiß nicht, ich selbst habe noch nie Vivi genutzt. ja, Bonnie ist, also glaube ich, jetzt auch nicht so stark. Vivi-Skillbooks kriegt man echt richtig viele, aber das lohnt sich halt nicht. Da habe ich auch schon Richtig, etliche. also. Eigentlich sind alle anderen Skillbooks hier jetzt mehr oder weniger nicht so useful, aber Golden Pound ist halt sehr nützlich. Also falls man Langeweile hat, kann man das durchaus farmen. Ah, ich habe die 30er jetzt schon echt oft gemacht und noch keins bekommen. Ja, ich habe wie gesagt auch erst eins, und das war, als ich die Ranking der Dings da probiert habe. Ich bin aktuell echt nur bei 1,5 Millionen Schaden. Ich probiere es aber morgen nochmal mit einem Gear 3 Team. Bisher habe ich es nur mit Rayleigh probiert. Okay. Ja, und 1,5 Millionen ist eigentlich nicht so viel, ne? Nee, aber wir sind ja auch noch nicht ganz so weit. Richtig, das muss man dazu sagen. Meine Charaktere sind doch halt einfach meistens, oder der Großteil, noch nicht so hoch gelevelt, außer einem Rayleigh natürlich, Also den habe ich schon gemaxt. wir sind jetzt in den privaten Accounts so im Level 120 bis 30 Bereich. Also zum Update einfach, damit ihr wisst, wie weit wir sind. Genau. Ja, was kommt noch? Also aktuell die andere Fortnite, die noch läuft, ist ja immer noch Domino. Schaffe ich auf meinem Hauptaccount leider nicht. Also bis zur 15 habe ich es geschafft, aber die 30er schaffe ich nicht, schaffe ich dann gar nicht mehr, weil mir einfach die starken Ja, die Shooter-Charaktere Shooter fehlen. sind natürlich das Problem. Guck mal, hier haben wir noch eine Teleschnecke. Ja, das Teleschnecken-Event war auch ganz cool, wo man die Stamina bekommen hat. Wobei jetzt ist man natürlich bei dem Doppel-Cola, das ist jetzt nicht mehr ganz so cool. Ja, es kommt drauf an. Also ich habe gerade noch mal 4 Cola bekommen, das wäre sonst nur 2 gewesen. Hätte auch Ja gereicht für gut, mein Schild. Ja, es ist schwachsinnig, ja. wenn man das Schiff natürlich noch nicht auf Max hat, ist das jetzt perfekte Zeit. Es kommt drauf an, ja, wenn man so ein 5er Cola-Paket bekommt, hat man dann sogar 10. Also das ist dann schon cool, aber bei den Zweiern lohnt sich es halt nicht so richtig. So, ich habe jetzt auch den Tech-Boost drauf. Auf der Mary. Nice. So, genau, was kommt denn. Hier ist schon wieder eine neue Teleschnecke. Was ist denn hier los? Ich muss die auch noch schnell aufmachen. Dann gucken wir uns mal die Domino Fortnite genauer an, was für Skillbooks man denn da eigentlich droppen kann. Ah, noch 20.000 Was Berry. So, liebe Zeitungsmöwe. Erzähl uns mal ein bisschen was. Warte, die ist gar nicht bei den Replay kriegt Adventures, ne? man Die ist hier. nee. Hier, und zwar gibt es da Capone Skillbooks, ziemlich cool. Pistols ISO. Dann, gut, Cricket hatte ich nicht. Ich weiß nicht mal, was seine Special ist. Shoryu habe ich auch nicht. Und das Cricket. Minorinoceros habe ich auch nicht. Ist, glaube ich, auch alles nicht sonderlich gut. Nee. Aber Capone, Iso und vor allem Boa Hancock. Allerdings steht schon dahinter Ja. Low Drop Rate. Demzufolge erwartet nicht zu viel, Hätte ich aber auch es ist gern die zweite welche. Legend, Aber die Iso Skillbooks ist zum bekommt. Beispiel auch ganz cool, weil dem sein Special ist auch ganz gut. Ja, Ja. auch Orb Booster. Oder Changer. So. Ja, auch Konverter, glaube ich, ja. So, genau. Capone auch, demzufolge sind ein paar geile Skillbooks. Ich habe auch beide Charaktere auf meinem Main-Account tatsächlich. Genau.
Gut, aktuell ist immer noch die erhöhte Chance auf Dex-Charaktere, also falls ihr beim Sugo-Fest noch zieht oder auch wir nachher, Ende des Parts. Ich rechne mit mindestens einem Dex-Charakter, hoffentlich einem guten. Ist das jetzt während des Sugo-Fests auch? Ja, klar, die Chance ist immer erhöht. Darum zieht man halt auch, darum habe ich auch bei dem Sugo-Fest auf meinem Main-Account ja meine Gems alle rausgeballert, weil ich halt unbedingt Lore haben wollte, den ich dann auch bekommen habe. Ja, Und sogar noch kleiner Lacker mich. Crocodile. Ja, ne? Wer kein Skill hat, der braucht ja Ja. Luck. So, dann haben wir noch Aokiji, der kommt morgen bei uns um 5 Uhr in der Früh. Ja, genau, wieder Für nachts. 24 Stunden. Geiler Instriker sollte man, falls man ihn packt, auf jeden Fall farmen. Ich habe aber auch gehört, dass es aktuell so einer der schwierigsten Raid-Bosse ist und ich daher nicht weiß, ob ich den selber packe. Aber ich werde es probieren. Und im nächsten Part dann auch berichten, wie es gelaufen ist. Also die 40er, da mache ich mir Hoffnung, die 60er werde ich nicht schaffen, denke ich. Da gibt es 40 und 60, ja. Boah, ja, 60, Genau, glaube ja. ich, wird echt schwierig. Richtig, also das ist echt hart. Aber sehr schön cool, den hätte ich auch gerne, aber dann könnte man auch mal ein Ja. gutes Striker-Team machen, weil. Also da finde ich, gibt es jetzt nicht so viel Charaktere. Ich habe da jetzt noch nicht so viele Charaktere bei Strikern, weil ich wollte mit Kit ein Team machen, aber das hat bisher noch nicht so gut funktioniert. Also ich habe mir jetzt ein ganz witziges Striker-Team gemacht tatsächlich. Okay. Mit Urosch als Captain, glaube Stimmt, den ich. habe ich aber auch, den könnte ich auch nehmen. Weil der einfach sau übertrieben gute Stats hat. Richtig viel Schaden macht. Dann habe ich da Killer drin. Habe ich, glaube ich, den Gefängniskrokodil, mehr oder weniger aus der Not, weil ich Naja. nichts Besseres hatte und noch irgendwelche Charaktere. Also das hat aber ganz gut funktioniert. Ich glaube, da habe ich dann noch Eki drin, beziehungsweise Kaku. Also das ist nicht so schlecht, das Team. Ja, ist schon ein bisschen her, ich muss mal schauen. Für meine Verhältnisse. Genau, bis morgen früh ist noch Sugo-Fest. Ja, ist halt ein Wiederholungs-Sugo, also man kann nicht zu viel erwarten, keine neuen Charaktere. Demzufolge, wer den Großteil der Charaktere hat und jetzt keinen speziellen unbedingt haben will oder Dex-Charaktere braucht, der sollte lieber nicht pullen. Ja, nicht so wie wir. Genau, Spart sie und euch lieber und investiert sie in die Box oder so. richtig, also das ist natürlich immer leicht zu sagen. Ich habe auch schon wahnsinnig viel in die Box investiert auf meinem Hauptaccount, aber ja, es ist natürlich die Verlockung, es immer groß zu ziehen. So, Genau. was haben wir noch? Ja, Wir haben noch. kommt das Großevent quasi. Das, wieso hat mir das nicht angezeigt? Mir wird es auch nicht mehr angezeigt. Ah doch, hier, warte, ich hab's jetzt hier bei mir wieder. Also genau, das ist Onward Captain, das geht Oh. bei uns vom 27. oder ist das jetzt das dann wahrscheinlich der 26. in der Früh? Bis zum 10. Mai wahrscheinlich. Also 26. April bis 10. Mai und da passiert einiges. Hast du es mittlerweile? Nee, bei mir hat's gerade mein Twitter-Account geöffnet, Okay. weil ich da irgendwo aus Versehen drauf gelangt habe. Genau, also natürlich bekommt man als erstes wieder über die gesamte Zeit jeden Tag Rainbow Jam, aber das ist ja mittlerweile eigentlich normal, ist aber trotzdem cool von den Entwicklern, dass sie das so durchziehen. Dann vom 26. bis 3. Mai bei uns quasi hat man eine doppelte, kriegt man doppelt Berry auf alle Quest-Missionen. Das ist eigentlich, ja, das ist okay, ich meine, das hilft einem vielleicht, wenn man Charaktere leveln will. Ja, oder auch wenn man farmt und dann mal ein paar mehr Berry bekommt, das ist ja Also, auch nicht von wenn man Nachteil. jetzt noch nicht so weit ist, hilft einem das auf jeden Fall, denke ich. Dann das nächste, was ist vom 3. Mai bis 10. Mai oder 4. Mai bis 10. Mai, gibt es eine Doppelchance auf ein Special Level Up. Das ist ganz cool, das war schon lange nicht mehr. Richtig, da Also haben viele heißt, sehnlichst drauf gewartet. genau, also einfach erhöhte Chance, wenn ihr halt einen Charakter auflevelt, dass es dann eben super Special Up. Ja, genau, das Special Level. Special. Also sprich, darum leveln sich, darum behalten alle ihre Skillbooks, weil einfach die Chance verdoppelt ist, dass ihr Ja, einen Special Level abbekommt. Und genau. das ist ja ätzend. Man haut ja teilweise 20 Bücher rein, hat vielleicht ein oder zwei Special Level Ups. Also Ja, die das bei den meisten heben sich Büchern. tatsächlich ihre Bücher auf. Mit den Büchern kriege ich das echt selten. Genau. Deswegen heben sich die meisten ihre Bücher auf. Habe ich ja bisher auch nicht gemacht. Genau, das nächste, was dann wäre, sind die Bountiful Turtles am 4. Mai, am 6. Mai und am 7. Mai. Da stehen jetzt noch keine Zeiten natürlich, aber die werden, sind die ja wahrscheinlich wieder den ganzen Tag, oder?
Ja, das sind 24 Stunden. Wahrscheinlich. Ja, das ist ganz cool. Also am 4. Mai sind die grünen Turtles, am 6. die gelben, am 7. die roten, blaue. Wohl keine. Bisschen schade. Klingt immer cool. Aber gut, man bekommt zurzeit eh so viele Turtles eigentlich. Man kann die Turtle Times fast gar nicht mehr machen, so oft wie sie sind. Richtig, ja. Man hat ja mittlerweile auch freitags immer die bunten Turtles. Also das ist auch Also okay. ich nehme schon alle mit, aber mitten in der Nacht aufstehen, das habe ich mir mittlerweile abgewöhnt. Oder extra früh aufstehen. Und wenn es nur eine halbe Stunde ist, da bin ich einfach zu Ja, sehr da hat ein man überhaupt Schläfer. keinen Bock. Richtig, und dann geht einem das Spiel irgendwann auf die Nerven, das wollen wir ja auch nicht. Aber es ist trotzdem cool, dass man hier auch mal wieder ein paar andersfarbige Turtles als den Lilan kriegt. Dann das nächste wäre Just Look In to Get Keys to Adventure. Also Also ja. genau, da bekommt man halt einfach an drei Daten, am 26., am 26. April, am 1. Mai und am 3. Mai bekommt man quasi Keys für die Adventure Map. Und das war's dann, glaube, oder warte, geht's noch weiter? Nee, das war's dann. Genau, das was das angeht, und dann gibt es halt nur noch die neuen Fortnites, die dann rauskommen, so quasi noch zum Abschluss. Und zwar kommt er nach dem Super hier, ne, hier, wie heißt das Ding? Duck Squadron, Super. super, was bis zum 26. April geht, sprich bei uns bis zum 27. Danach kommt Dr. Dr. Hogback. Hockbeck. Da kann man Sogeking Bücher droppen, die wohl kein Mensch braucht. Wie? Die braucht keinen. Aber Urosh Skillbooks, Oder gut, oh, Mirage Tempo Nami. Oh Gott, welche ist ein Mirage Tempo? Ist das nicht sogar die nennen? Was ist das? Ein Int-Hit abblocken kann? Ich glaube ja, weil dann ist das sogar halbwegs useful. Dann kann man Moji und Richie Skillbooks droppen. Das ist verdammt cool. Also wer die nicht ja, farmt. genau, das ist die mit dem einen Intim. Ja. Genau, weil das ist dann gar nicht so useless. Gibt so ein paar Sachen, glaube ich, wofür man die durchaus verwenden kann. Regenbogendrache und sowas. Gut, und die anderen sind, glaube ich, relativ. Sogeking Special heißt ja tatsächlich Firebird Star. Ja, Mochi und Richie. Ja, Voll genau, habe ich geil, gerade schon Leute. gesagt. Also, Absolut. farmt die Fortnite für Mochi und Richie Skills. Richtig. Und falls ihr die Charaktere noch nicht habt, schämt euch. Ja. Danach kommt, ja, Perversalom. Der Name ist ja geil. Der war geil. Habe ich persönlich leider noch nicht einmal mitmachen können, weil ich zu spät angefangen habe. Da gab es die Fortnite gerade nicht. Ja. Killer Skillbooks auf jeden Fall useful, vor allem für Leute, die jetzt auch den legendären Crocodile haben. Da versucht die Killer Special auf Max zu kriegen. Weil nur wenn ihr auf einem HP seid, oder glaube ich, man kann ein bisschen drüber sein, aber bei 1% oder so, kriegt man einen 3,25er Attack Boost aufs ganze Team. Und das ist, glaube ich, der höchste Boost, den es aktuell gibt auf der Global. Ich weiß nicht, ob auch auf der japanischen. Abgesehen jetzt mal von Lockruffy und so, wo man ja immer drei Charaktere erstmal braucht, um überhaupt an diesen Boost zu kommen. Da boostet dann wirklich jeder Charakter so extrem. Und darum soll der Crocodile auch ziemlich stark sein. Ich hab ihn, also. Ich hab Ich ihn. bin bestens gewappnet für schwierigere Aufgaben. So ein Genau, also Arsch. Killer Farm Skillbooks, Guard Point Chopper, weiß ich nicht, braucht man nicht. Sanji. Mr. Two. Habe ich auch nicht. Sanji, Natürlich höchstens Sanji. für die Turtle Islands kann man den Ich oder habe für mir andere Sachen. ausgemalt, was ich alles machen könnte. Mit Mädelsfarben. Ein Mädelsbad. Richtig, ja, darum droppt man hier wahrscheinlich auch Sanjis Skillbooks. Dann General Zombies, das sind wahrscheinlich. Oh, hier, Jigoro of the Wind, das ist doch, glaube ich, der Your Song Ist es der Your Song Zorro Zombie. Zorro? Ich glaube, da muss man den ja auch irgendwo droppen können schon, ne, bei irgendeiner Fortnite. Vielleicht bei der hier direkt. Oder bei Hogback. Den wollen wir Bei einem unbedingt von den beiden. haben. Den will ich unbedingt haben. Der hat Your Song auf seinem T-Shirt stehen. Richtig. Und hat so ein Tütü an. Das ist so süß. Und gut, Dr. Kolea braucht man, glaube ich, auch Oh, nicht. Smoker ist great. Genau, und dann kommt noch Smoker. Was kann man denn da droppen? Lion Song Zoro ist relativ egal. Ich habe übrigens erfahren, man sollte seinen Streaming Wolf Zoro nicht evolven. Der hat einfach eine viel bessere Special. Lion Song, also ich habe jetzt von beiden einen, weil Lion Song hatte ich Oh, damals ah, den gezogen. soll man nicht evolven. Nee, nee, aus einem simplen Grund, der Ah ja, hier. Streaming Wolf Zoro kann halt einen oder blockt den nächsten Zug oder einen oder den kompletten nächsten Zug, ich weiß es nicht, blockt zumindest Damage von STR-Charakteren oder einem STR-Charakter Den und krieg Lion Song Zoro macht einfach nur ein bisschen Schaden, hat aber dafür eigentlich ganz gute Stats, also sie sind beide schon okay,
Nach Möglichkeit, wenn du nicht Lion Song Zoro ziehst, behalte deinen Screaming Wolf Zoro. Okay. Genau, Mr. 3 sollte man durchaus farmen, kann man auch maxen. Hat halt einen Turn Delay von einer Runde, ist ganz gut für manche Slasher-Teams. Vivi mal wieder. Vivi, Miss Golden Week habe ich auch nicht, brauche ich glaube ich auch nicht. Und der Rest ist hier glaube ich auch relativ Was kriegt man denn? egal. Welchen Smoker kriegt man denn da? Den normalen? Ich schätze mal, das wird der normale sein, weil der ist ja hier auch auf seinem Bike drauf. Ist aber auch ganz cool. Absolut, ja, da kriegt man Sockets auf seinem Smoker, wenn man den farmt. Was man genau da droppt, weiß ich jetzt leider auch nicht aus dem Kopf. Werden wir dann mal gucken, werden wir einen extra Part drüber machen, denke ich, was man so farmen kann, wenn die Fortnites draußen sind, immer. Genau, gibt es noch irgendwas zu sagen? Ansonsten würde ich sagen, kommen wir zu den Sugepuls und beenden dann diesen Ja, kurzen ich Part. glaube nicht, wir haben alle Events abgehakt, die in nächster Zeit kommen. Dann schauen wir mal, wie viel Glück wir haben. Richtig, Aber da und du dann. ziehst, mache ich mir da keine Sorgen. Guck mal, meine Box Er ist hat heute voll. einen guten Tag. Ich habe heute tatsächlich einen guten Tag, ja. Aber vielleicht ist mein Glück auch schon aufgebraucht. Das Problem ist, dass ich mit der Maus Verstirbt. nicht mit der Nase ziehen kann, ne? Ach, das ist natürlich ein Problem. Okay, seid ihr bereit? Wir sind bereit. Super! Was schätzt du? Keine Ahnung, was kann noch kommen? Gibt es irgendeine erhöhte Chance auf was? Ja, gibt auf die ganzen mit den hohen Stats, Little Os Junior und so ein Mist. Aber die habe ich schon. Little Os Junior und Moria habe ich schon. Die brauche ich nicht. Dann bekommst du Moria. Komm schon. Corby. Bitte, oh, Komm Silber. schon, Bitte, oh, Corby, komm. Silber. Ah. Das kommt davon, wenn man sagt, Miss Golden Week brauche ich nicht. Habe ich nicht, brauche ich nicht. Da hast du. Das ist natürlich ein echt guter Zug. Ja, natürlich nicht so erfolgreich, aber da sieht man wieder erhöhte Deckschancen, ne? Aber der zweite wird dafür umso besser. Natürlich wird er umso besser. Jetzt kriegst du gleich zwei Golden Weeks. Ich sag doch, mein Glück ist verbraucht und es ist Belmer. Aber es ist immerhin Es Belmer, war ja. immerhin kein Corby. Es war immerhin kein Corby. Boost Shooter Characters Recovery bei 1,5. Das ist ja fantastisch. Also, Was will man denn mehr? eine geile Captain Ability. Was will man mehr? Also ich würde sagen, wenn sich die Mühe nicht gelohnt hat, die 10 Gems zu farmen. Wir gucken mal, was wir heute alles gezogen haben. Get Date hier. Miss Golden Week. Schauen. Richtig geiler Charakter, ja. Striker, Free Spirit. Kekse. Boost Dex Characters. HP and Recovery bei 1,2. Auch richtig gut. Special? Ne, was will man mit einer Special? Die ist auch so OP. Stimmt. Die braucht keine Special. Die braucht keine Special, die hat doch Kekse und Tee. Und was haben wir da noch? Belmer. Wow. Also. Das habe ich ja schon wieder vergessen. Turn Delayer, sprich besser als Golden Pound eigentlich. Warum? Weil sie auch noch Shooter Characters Recovery bei 1,5 Ja. boostet als Captain Ability. Ich glaube, es gibt nur ein oder zwei Charaktere mit einer besseren Captain Ability als Belmer. Das sind, soweit ich weiß, habe ich mal gelesen, irgendwie in so einem Artikel in der Bild, sind Lock Ruffy und Rayleigh. Und Gimon, ja. Ja, ansonsten, Belmer ist schon derbe gut. Mal gucken. Ich habe, guck mal, was ich übrigens noch gezogen habe letztens, die Kelvin Brothers. Und das ist ganz okay, glaube ich, oder? Die sind ganz cool, 4 Sterne. Die boosten allerdings, ich habe leider keinen einzigen guten Dex-Captain. Ich muss meinen Zoro unbedingt hier hochleveln. Weil ich habe Namul, der boostet Fighter. Ich habe die Kelvin Brothers, die boosten Fighter. Und war noch irgendwas? Ne, ich glaube, das war's. Also ich habe leider keinen, der Dex-Charaktere boostet. Da müssen wir wirklich unseren Zoro leveln. Oh. Aber da macht man ja auch nichts falsch. Also die kommen auf jeden Fall in unsere Ah, Zoro muss Favoriten. man sowieso immer leveln. Wenn ihr einen Zoro habt, dann levelt den. Weil da kann man nichts falsch machen. Richtig, genau. Also falls ihr nicht wisst, wen ihr leveln sollt, levelt Zorro. So, aber wir gucken jetzt nochmal hier in die Teams rein, ja. Was für neue Möglichkeiten sich jetzt einfach bieten für uns. Wow. Pass mal auf. Die Kelvin Brothers zusammen mit Miss Golden Week und Belmer in einem Team. Und na ja, die Und hieben als wäre jetzt. das nicht noch genug, noch nicht genug. Kann ich hier echt nichts mehr reinnehmen? Zu teuer. Kannst du so ein Seepferd mit reinnehmen? Nee, die Krabbe ist wesentlich stärker. Aber wir haben Corby drin, Miss Golden Week drin,
Spell mehr drin und eine Captain Ability, die keinen einzigen von denen hier boostet. Ah doch, Corby. Corby kriegt doppelten Schaden. 50. Ja, und damit habt ihr gelernt, wie ihr ein perfektes Team baut. Kein Problem, immer wieder gern. Richtig, also das ist so das Negativbeispiel, warum man eigentlich erstmal seine Box ein bisschen erweitern sollte und so weiter und so fort. Aber es ist ja nur ein Spiel und vielleicht habt ihr ja dafür mehr Glück. Ich habe immerhin zwei K, immerhin keinen doppelten. Ja, am Ende zieht man sowieso. Ich habe heute auch wieder fünfmal gezogen und hätte damit so viele Plätze in der Box haben können, aber ist egal. Ach, so viele Plätze in der Box. Fünfmal gezogen hast du? Ja, also wie gesagt, das wären irgendwie über 100 Plätze in der Box gewesen. Also eigentlich könnte ich mich ziemlich ärgern. Naja, 125 Boxplätze, Boxspace hast du dann. Ja. Ja, mein Gott. Was will man machen? Es ist halt das ist der Sammelfaktor. Das war schon das Ziel, ist der Sammelfaktor. Sammelkarten. Genau, und es ist ja alles free to play, wenn man so seine Gems bekommt. Angenommen, ich würde mir meine Gems kaufen und nur so einen Müll ziehen, das wäre wesentlich ärgerlicher. Aber solange das nicht der Fall ist und das alles nur free to play basiert. Ja, man bekommt ja jeden Tag einen Gem. Die Box kriegt man auch aufgerüstet. Also, wenn ihr Gems habt und ihr wollt ziehen, dann zieht einfach. Genau, jedem das seine. Und ich würde sagen, das sind auch die Worte für den Abschied. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ihr Fragen habt, falls ihr Anregungen habt, falls ihr erregt seid, schreibt es in die Kommentare. Genau. Wenn wir irgendwas erklären sollen, dann schreibt es auch einfach rein. Dann können wir das auch mal machen. Und demzufolge, mit diesen Worten verabschieden wir uns in den Sonnenuntergang. Ja, ja. Feierabend. Spaß. Und bis zum nächsten Mal. Redet nur Scheiße. Okay, bis dann.